Mit dem jetzt den hessischen Senioren- und Referent Herrn Karl-Heinz Schlegelsberg nochmal vorstellen, der auch das Vorland ist. Nun allein. Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde, ich begrüße euch als Vertreter des hessischen Schachverbandes, diesmal richtig offiziell, im Gegensatz zum letzten Mal. Diesmal richtig offiziell. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als mich mein Vorgänger noch mit vertreten hat und ein wunderschönes Gedicht vorgetragen hat hier an dieser Stelle. Ich werde mich allerdings kürzer fassen, weil meine Stimme wegzugehen droht und ich das nicht zu lange ausdehnen möchte. Sprecht mich einfach an, wenn irgendwas ist. Anstehen tut noch als nächstes die deutsche Ländermannschaftsmeisterschaft. Das betrifft allerdings jetzt hier nur die Hessen. Da müssen noch Mannschaften zusammengestellt werden und ich hoffe, ich kann das Turnier nutzen, um das fertig zu organisieren. Meine Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage des Turniers oder beim Hessischen Schachverband und natürlich freue ich mich auf die Gelegenheit, hier mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Und ich kenne noch nicht alle natürlich. Ich muss also meine Kenntnisse da noch ausweiten. Und wundert euch nicht, wenn ich mal achtlos, mehr oder weniger achtlos an euch vorbeigehe. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis für Gesichter. Und da kann es schon mal passieren, dass ich jemanden nicht kenne. Wenn ich mal über Schachpartien oder irgendwelche Begebenheiten spreche, dann fällt meistens bei mir der Groschen. Aber wie gesagt, Gesichter kann ich mir schlecht merken. Ich will meine Sprache damit beenden und gebe das Wort zurück an Michael.